hat. I want us to go to the book of Numbers. Vierte Buch Mose bitte aufschlagen. So that we look at what I'm trying to explain in a picture, in a type. Damit wir wirklich in einer Darstellung das, was ich versuche, aber zu erklären, sehen. Amen. Amen. Now, the Bible talks to us about the fact that God, through Moses, promised the children of Israel that he's taking them into a promised land. Nun, die Bibel berichtet über die Tatsache, dass Gott durch Mose den Kindern Israel versprochen hat, sie ins gelobte Land hineinzuführen. A land that flows with honey and milk. Ein Land, was von Milch und Honig fließt. A good land. Ein gutes Land. That which corresponds today to the promises of God. Also dass dieses Land entspricht heute die Verheißungen Gottes. Our promised land are the promises of God. Unser gelobtes Land heute ist die Verheißungen Gottes. So Paul tells us in 2 Corinthians 1, the verse 20, that the promises of God, they are yea in him and amen in him. Und in 2. Korintherbrief 1, Vers 20 gibt uns Paulus den Hinweis, dass die Verheißungen Gottes, sie sind ja, sie finden ihren Ja in Christus und sie finden ihren So soll es sein auch in Christus. Amen. Amen. So those in the Old Testament were taken into their promised land by Moses, but us today, our Moses is Jesus. Und im Alten Testament ist es so, dass das Volk Israel, sie wurden in das gelobte Land hineingeführt durch Mose. Unser Mose heute ist Jesus Christus. But God said something. Doch Gott hat etwas gesagt. You have to go and spy the land with which I am taking you into. Nämlich ihr müsst erstmal das Land auskundschaften, und zwar worin ich euch hineinbringe. You have to see the land. Ihr müsst dieses Land sehen. God will never promise something to us. Also Gott wird uns niemals irgendwas verheißen. Without us cooperating with him. Ohne dass wir mit ihm mitwirken. Because what God presents to you, you may not like it. Denn das, was Gott dir vorstellt, es kann sein, dass du sagst, nee, das gefällt mir doch gar nicht. Amen. Amen. You may not agree with God. Du kannst sagen, Gott, ich stimme mich doch gar nicht überein. So God has to show it to you. Also Gott muss dir das erstmal zeigen. You have to see the things that God has given to you, the choice that God has made for you. Because what God has given to us is his choice. He has chosen all these things in Christ when you and I were not there. Amen. When Jesus Christ was walking the path of redemption to bring us into a promised land, we were not physically there. So he went and finished the work and established into the rest of God. And so God cannot force those things into you and I. He has to cause you and I to see them. We have to desire, we have to find our pleasure in the healing that Jesus Christ has brought to us, the riches that God, Jesus Christ has brought to us, the satisfaction that Jesus Christ has brought to us, all these good things that the promises of God says that they are yea and amen in Christ, we have to see them. Well, I'm not talking of corporately, amen? I'm talking of individually. Each person has to see. Amen. Und deshalb ist es wichtig auch zu begreifen, dass das, was Gott gewirkt hat, wir müssen sie sehen. Das ist Gottes Wahl für uns. Denn als Gott diese Dinge getan hat, er hat es in Christus getan. Das bedeutet, dass Christus gestorben war, beerdigt war und auferstanden ist. Er hat all diese Dinge errungen. Nun stellt Gott das als Wahl. Aber bevor wir uns mit diesem Wahl beschäftigen, es ist wichtig, dass wir diese Wahl sehen. Das heißt, es ist wichtig, dass wir die Wahl haben zu sagen, ja, das sehe ich an, das sehe ich für mich selbst, ich entscheide mich dafür oder auch nicht. Amen. Amen. Jesus says, you didn't choose me. Jesus sagt es selbst, du hast mich nicht erwählt. I chose you. Ich habe dich erwählt. Amen. Amen. So all the things that we are called to enjoy. Und dementsprechend all diese Dinge, wozu wir berufen sind zu genießen. It's not our choice. Das ist nicht unser Wahl. It's his choice. Das ist seine Wahl. But since he sees better than us. Doch da er alles besser sieht als wir. And he knows what is good for you and I. Und er kennt das Bessere oder das Gute für dich und für mich. He has made a good choice. Er hat eine gute Wahl getroffen. Halleluja. Amen.
The promised land that he has promised us, das gelobte Land, was er uns verheißen is hat, a good land. Ist wirklich ein gutes Land. Hallelujah. Amen. It's flowing with milk and honey. Dieses Land fließt von Milch und Honig. Jesus is a good land. Jesus ist ein gutes Land. It's a place of abundance. Er ist ein Ort der Fülle. It's a place of rest. Ein Ort der Ruhe. It's a place of emancipation. Ein Ort Freedom. Der Erlösung, der Freiheit. It's a good place. Ist ein guter Ort. But he sent us, doch er sandte uns, that we must spy the land. Dass wir zuerst das Land auskundschaften. Amen. Amen. Our mind must see. Als erstes unser Gesinnung muss das Land sehen. Because that is where we may limit God. Denn dort könnten wir Gott begrenzen. We may imprison him. Wir könnten Gott einsperren. We may deny him access. To bring us into the place where he desires us to be. Dort können wir Gott den Zugang zu dem, wo, zwar zu dem Ort, wo, er, wo wir hineingebracht werden sollen, wir verweigern ihn diesen Zugang. The Bible tells us in the book of Numbers, und deswegen sagt uns die Bibel im vierten Buch Mose, Numbers 13, let me read from a few verses there, so that we have a picture, a clearer picture of what the word of God is saying. Vierte Buch Mose, Kapitel 13, the verse number 18, ab Vers 18, it says, and see the land, what it is, and the people that dwelleth therein, whether they be strong or weak, few or many. Und seht das Land an, wie es beschaffen ist, und das Volk, das da drin wohnt, ob es stark oder schwach, amen, ob es gering oder zahlreich ist. It says, see the land. Also schaut euch das Land an. What it is. Ja, damit man sieht, was dieses Land ist. Then he says, see the people also. Aber schaut euch das Volk in dem Land the auch people an. Who dwells in the land. Genau, das Volk, was im Land wohnt. Are they strong or weak? Sind sie starke Leute oder sind sie schwache Leute? Are they few or many? Sind sie viel oder sind sie wenig? It is you that will determine that. Also das entscheidest du. And then he continues. The verse 19, and what the land is that they dwell in, whether it be good or bad, what cities they be that they dwell in, whether in tents or in strongholds. Vers 19, und wie das Land ist, in dem es wohnt, ob es gut oder schlecht ist, und wie die Städte sind, in denen es wohnt, ob es in Lagern oder in Festungen wohnt. Amen. Amen. So there are two things that we look onto. Also es gibt zwei Dinge, die wir erkennen beim Hinschauen. The land. Das Land. And the people. Und das Volk. Amen. Amen. So, God is saying, what is in the land? Also Gott spricht, was gibt es im Land? Do you love what you see? Also liebst du, was du siehst? Now remember, the land is a promised land. Also bitte denk dran, das Land ist das gelobte Land. So the land are the promises that God has offered to us. Also das Land ist die Verheißungen, die Gott uns angeboten hat. What is that land to you? Was ist genau dieses Land zu dir? Do you cherish this land? Ja, wertschätzt du, liebst du dieses Do you Land? See it as a treasure? Ist dieses Land für dich ein Schatz? Do you see it as something you need to have? Also siehst du dieses Land als etwas, was du benötigst? The promises that are fulfilled in Christ for you and I. Die Verheißungen, die in Christus erfüllt sind für dich und für mich. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Our healing. Unser Heilung. Our prosperity. Unser Wohlergehen. Our peace, unser Frieden, our joy, unser Freude, our righteousness, unser Gerechtigkeit. This is our land. Das ist unser Land. Amen. Amen. But he says the people who dwell in. Und dann sagt es noch mal, das Volk, was in diesem Land wohnt. Now, he's taking us into that land. Er führt uns in das Land hinein. But in our mind, doch in unserem Sinn, the things that we have experienced in life, die Dinge, die wir im Leben erfahren haben, has established a certain mindset, hat in uns eine bestimmte Haltung, eine bestimmte Einstellung gegründet. There are certain people that lives in us. Es gibt bestimmte Menschen, die in uns wohnen. Amen. Amen. Where God needs to dwell. Ja, und Gott, also da, wo Gott eigentlich wohnen sollte,
There are others that has occupied them. Ja, es gibt andere Mieter in diesem Ort. Oh God, Amen. I want us to get it also das müssen wir mal begreifen. Amen. Amen. Jesus Christ, Jesus Christus, has brought us into the promised land. Hat uns schon in das gelobte Land hineingebracht. Establishes us in the promised land. Er hat uns in das gelobte Land gegründet. We didn't work for it. Das, dafür haben wir nicht gearbeitet. We didn't deserve it. Das haben wir nicht verdient. We cannot earn it. Das können wir nicht and zuarbeiten. So God, also hat Gott joined us to our Lord. Wirklich uns zu unserem Herrn vereint. And our Lord is the Spirit. Und unser Herr ist der Geist. So we have no influence over our spirit. Also über unseren Geist haben wir keinen Einfluss. So Jesus, the power of God, Jesus, die Kraft Gottes also, is within us. Ist in uns drin. One with our spirit. Er ist eins mit unserem Geist. 1 Corinthians 6, verse 17. Und das ist 1. Korinther 6, Vers 17. 2 Corinthians 3, verse 17. Und das ist auch 2. Korinther 3, Vers 17. The Lord is a spirit. Der Herr ist der Geist. He that is joined to the Lord is one spirit with him. Derjenige, der sich dem Geist anhängt, ist mit dem Geist eins. So you have the totality of everything God is. Also du hast wirklich die Summe von allen Dingen, was Gott ist. But it's in your spirit. Doch das ist in deinem Geist drin. But who are those men that lives in your mind? So, also wer sind diese Leute, die in deinem Sinn wohnen? Amen. Amen. What is in your mind? Was hast du in deinem Sinn drin? Do you think sickness? Ja, denkst du krank? Do you think lack? Denkst du Mangel? Do you think confusion? Also denkst du, dass du durcheinander bist? These are all people symbolically according to the spiritual, you know, language. Also gemäß der geistlichen Sprache sind das die Völkerschaften, die deinen Sinn bewohnen. He says, are there few or are there many? Ja, gibt es viele davon oder gibt es nur wenige? Are they strong or weak? Sind sie stark drin oder sind sie schwach? Amen. Amen. Because if these are those that you see, denn das sind Dinge, die du siehst. Even though you see that the land is good, auch wenn du siehst, dass das Land gut ist, you not get there. Du kommst da nicht an. Because you will define yourself, denn du definierst dich by the people, durch die Völkerschaften, by the ideas, durch die Ideen, by the thoughts, ja, durch die Gedanken, that is resident in your mind, die aber in deinem Sinn wohnhaft sind. And that will be that which influences the way you think. Und diese Bewohner deiner Gedanken entscheiden, was du denkst oder was nicht. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Proverbs 23, the verse number 7. Sprüche 23, 7. For as a man thinketh in his heart, so is he. So wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er auch. So the definition of who you are. Also die Definition dessen, wer du bist. How you see yourself. Wie du dich selbst betrachtest. Will be according to what has come into your mind, what is established in your mind. Ist entsprechend dem, was in deinem Sinn gekommen ist, aber was in deinem Sinn wohnhaft ist. Amen. Amen. Now, if you've had experiences in life, wenn du im Leben vieles erlebt hast, which has painted a picture in which you see yourself from that picture as unworthy, und diese Erlebnisse haben bei dir im Sinn ein Bild gemalt und durch dieses Bild siehst du dich selbst als unwürdig. There's nothing good out of you. Ja, es kommt nichts Gutes aus dir heraus. It will influence your journey into your promised land. Dieses Bild wird deine Reise in deinem gelobten Land beeinflussen. Amen. Amen. So here the word says whether in tents or in strongholds. Und hier heißt es, schaut dir mal an, wie das Volk wohnt, ob das Volk in Lagern wohnt oder in Festungen. Do you get the point? Kommt der Punkt an? Because in tents, denn in Lagern, is temporal. Das ist ja nur zeitlich. It's not established. Ja, ein Lager kann man ja abbauen. Amen. Amen. So when it talks about tents, it means you're here today and then you move away. Ja, also wenn man von Lagern spricht, ja, man baut ein Zelt auf und dann was tut man? Dann baut man sie wieder ab. But when he says stronghold, doch wenn er von Festungen spricht, this is an ideology that defines you from your childhood. Also Festungen sind Ideologien, die dich sogar von der Kindheit her definiert haben. These are doctrines that you may have heard in the church. Also das sind teilweise Glaubenssätze, die du sogar in der Kirche gehört hast. You have established, put every block together and you sit there. Also ich sage es in meinen Worten, du hast dir ein Schloss gebaut um diese Ideologien. Amen. Amen. They say God loves you, say, oh, no,
This is your own talk. Also man sagt ja, Gott liebt dich. Du sagst, ja, das kannst du übermorgen sagen. Amen. Amen. I don't feel like God loves me. Ja, also ich spüre das gerade nicht, dass Gott mich liebt. Amen. Why? Amen. I'm not seeing all the good things he said. Ja, also warum, wenn du sagst, dass Gott mich liebt, warum sehe ich die ganze gute Sachen nicht? It's a stronghold. Warum? Weil der Festungen da sitzt. As long as you hold that idea, solange du diese Idee festhältst, what you think you desire God to do, das, was du denkst, was Gott tun sollte, it will never come to manifestation. Also das wird immer heiße Luft bleiben. Because God has done it already. Denn Gott hat das schon getan. But you have limited God, doch du hast Gott begrenzt and imprisoned God in your mind. Du hast Gott in deinem Sinn durch diese Gedanken eingesperrt. God wants to walk through your thinking. Gott möchte durch deine Denkweise wirken. He wants you to think like him. Er möchte, dass du wie er denkst. Amen. Amen. Hallelujah.